Hallo, liebe Deutschlerner, ich bin's, Marc von Authentic German Learning. Heute sprechen wir über Produktivitätsmaximierung, ein wichtiges Thema beim Deutschlernen und im Leben allgemein. Klingt toll, oder? Aber wie genau geht das? Der Schlüssel dazu ist, feste Lernzeiten einzuplanen und dich auch wirklich daran zu halten. Es klingt so einfach, aber es ist tatsächlich eine der wirkungsvollsten Methoden, um dein Lernen wirklich produktiv zu gestalten. Warum? Lass mich das erklären. Stell dir vor, du versuchst immer mal wieder zwischendurch ein bisschen Deutsch zu lernen. Mal hier, mal da, wenn du gerade Zeit findest. Das funktioniert vielleicht für den Anfang, aber um wirklich Fortschritte zu machen, brauchst du Konsistenz. Du brauchst einen festen Plan. Setz dich also hin und plane genau, wann und wie lange du lernen wirst. Hier ein paar Tipps, wie du das umsetzen kannst. Nummer 1. Finde die richtige Zeit für dich. Bist du eher morgens oder abends produktiv? Plane deine Lernzeiten so, dass sie zu deiner inneren Uhr passen. Nummer 2. Halte die Zeiten ein. Es ist wichtig, dass du dich an deinen Plan hältst. Wenn du es regelmäßig machst, wird das Deutschlernen zu einer festen Routine. Genau wie das Zähneputzen. Nummer 3. Kurze, feste Einheiten. Du musst nicht stundenlang lernen. Tatsächlich ist es oft effektiver, kürzere, intensive Lernphasen einzuplanen. Zum Beispiel 30 Minuten am Morgen und 30 Minuten am Abend. Nummer 4. Plane auch Pausen ein. Niemand kann ununterbrochen produktiv sein. Pausen sind super wichtig, um deine Energie aufrecht zu erhalten. Wenn du das regelmäßig machst, wirst du schnell merken, dass du viel mehr lernst und das mit weniger Stress. Die feste Struktur gibt dir Sicherheit und du wirst jedes Mal motivierter sein, weiterzumachen. Und das Beste daran, du wirst sehen, wie dein Deutsch sich Schritt für Schritt verbessert und das gibt dir ein unglaubliches Erfolgserlebnis. Denke daran, wenn du deine Produktivität maximierst, erreichst du deine Ziele schneller. Setze also gleich heute deinen Lernplan um. Übrigens, wenn du deinen Lernprozess weiter optimieren möchtest, schau doch mal in die Deutschlernakademie rein. AuthenticGermanLearning.com/join. Hier findest du strukturierte Kurse, die dir helfen, dran zu bleiben und dein Deutsch stetig zu verbessern. Lass uns in den Kommentaren wissen, hast du bereits feste Lernzeiten eingeplant? Wenn ja, wie sieht dein Plan aus? Wenn nicht, was hindert dich daran? Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss.